Liebe Zuschauer, heute feiert der populäre Schauspieler, Regisseur und Theaterdirektor Franz Stoß seinen 85. Geburtstag. Im Gespräch mit Hermi Löbel erinnert sich der Publikumsliebling nun an die Stationen seines Lebens und seiner Karriere. Zahlreiche Ausschnitte aus Theater-, Film- und Fernsehproduktionen illustrieren dieses Porträt aus der Reihe Ich über mich. Professor, Sie haben einmal gesagt, Sie werden keine Memoiren schreiben. Richtig. Warum? Aus einem sehr einfachen Grund. Ich will nicht auswandern. Schauen Sie, ich wäre nicht bereit, entgegen meinem Image, das also etwa das eines Beschwichtigungshofrates ist, der mit allen Leuten ist, möglichst. Wenn ich Memoiren schreibe, schreibe ich nicht Anekdotensammlungen, was die meisten meiner Kollegen tun, obwohl ich Anekdoten genug hätte, sondern ich würde auch sehr viel schreiben, was ich im Laufe meines langen und ereignisreichen Lebens Böses und Schlechtes erlebt habe. Und da würde auch über viele drinnen stehen, die heute noch leben. Und die würden selbstverständlicherweise ihrerseits mit einstweiligen Verfügungen und so weiter versuchen, aber wenn ich auch von den einstweiligen Verfügungen absehe, ich will auch mit niemandem verfeindet sein. Und so mir genügt es, dass ich auf viele was weiß. Wir wissen, dass Franz Stoß am 28. Mai 1909 in Wien-Otterkring geboren wurde, in der Hipgasse Nummer 18. Schon in der Volksschule war ich immer der, der am Schluss das Gedicht aufsagen musste. Ich habe schon in der Volksschule bei irgendwelchen Laiengruppen als Kind mitgespielt. Sein Vater war Disponent einer Schokoladenfabrik, später dann auch Kinobesitzer. Appazierkino wurde es deswegen genannt, weil mein Vater mit meiner Mutter seine Hochzeitsreise nach Appazier gemacht hat. Und natürlicherweise in die Entergrind, wer hat schon gewusst, was Appazier ist, das Kino hieß allgemein das Appazierkino. Nach der Volksschule besuchte Franz das renommierte Schottengymnasium. Das war für mich wirklich mein großes Erlebnis. Ich kam ja aus der Vorstadt und kam nun plötzlich in das feinste Wiener Milieu, habe auf einmal Schulkollegen gehabt, wenn man das erstaunen konnte. Neben mir saß Robert Prinz von Bourbon-Parma, vor mir saß Emanuel Prinz von und zu Liechtenstein. Und wir wurden alle von den Schotten, wie ich aber sagen muss, ganz gleich behandelt. Die Leidenschaft fürs Theater setzte früh und heftig ein. Also ich habe nichts ausgelassen. Und es hat mich alles riesig interessiert. Und ich konnte mir nicht vorstellen, dass es überhaupt einmal eine Zeit geben könnte, wo ich nicht jeden Abend im Theater wäre. Nach der Matura begann er dem Vater zuliebe ein Jus-Studium, nahm aber gleichzeitig auch Schauspielunterricht bei Direktor Rudolf Beer. Der Beer hatte überhaupt, glaube ich, also ein großes Gefühl fürs Theater. Er hat mir auch einmal gesagt, Stoß, du wirst einmal Theaterdirektor werden. Ich hatte damals also weit entfernt davon, ich habe geträumt, ich werde der neue Girardi. Ja, ich habe doch nicht geträumt vom Theaterdirektor. Bereits mit 20 Jahren kam Franz Stoß als Elev ans Wiener Volkstheater, ging von dort nach Bern, Mährisch-Ostrau und Graz. Es war nicht immer schön, aber ich habe dabei viel gelernt, vor allem also Routine. Und das war aber auch das Schlechte. Denn jetzt kam ich mit der Zeit darauf, dass ich ein Alleskönner und daher ein Nichtskönner war. Ich konnte alles spielen. Ich habe gespielt Liebhaber, ich habe gespielt Komiker, ich habe gespielt Intriganten. Im Sommer 1932 war Franz Stoß in Marienbad für Schnitzlers Professor Bernhardi engagiert und begegnete dort dem schon damals gefürchteten Fritz Kortner, der die Titelrolle spielte und auch Regie führte. Nun kam ich also und die erste Probe mit dem Kortner stellte mich vor, der sagte, was spielen Sie? Sagte ich, den Ebenwald. Nein, unmöglich. So bitte. Sie finden, dass es unmöglich ist, dann gehen Sie halt zum Direktor und sagen Sie ihm, wollen wir einen anderen haben.
Naja, sind ja viel zu jung. Sag, ja, ja, stimmt. Ja. Naja, also ich würde jetzt aber probieren. Sag, nein. Probieren? Wenn mir der Regisseur, bevor ich noch ein Wort geredet habe, schon sagt, das ist unmöglich, was braucht man da probieren? Haben Sie was gegen mich? Sag, nein, überhaupt nicht. Ich bewundere Sie. Naja, also dann kommen Sie. Sag, nein, komm nicht. Also, was soll ich machen? Soll ich es zurücknehmen? Sag, ja, nehmen Sie es zurück. Also gut, ich nehme es zurück. Sag, ist in Ordnung, jetzt kann man beginnen. Und dann hat er mir erklärt, wie man den Ebenwald spielen muss. Ich muss Ihnen sagen, es war großartig. Es war so hinreißend. Die eine Woche Proben mit dem Kortner haben viele Jahre anderer mieser Regisseure ersetzt. In Teplitz-Schönau kam Franz Stoß erstmals mit der Tätigkeit in Berührung, die sein Leben jahrzehntelang bestimmen sollte. Theaterdirektor. Meine erste Direktion hat begonnen im Dezember 1933, als ich das biblische Alter von 24 Jahren hatte. Und zwar habe ich diese Direktion zu verdanken einem Mann, der später Weltruhm erlangt hat. Allerdings in Teplitz-Schönau, wo das stattgefunden hat, hat er keinen Weltruhm erlangt, sondern da ist er bei Nacht und Nebel verschwunden, weil das waren ja damals noch Privattheater und es war kein Geld mehr vorhanden und so weiter. Liebe Sir Bing, eines Tages verschwunden. Und da haben nun alle Kollegen gesagt, na Moment, was machen wir jetzt? Also wir haben dann eine sogenannte Arbeitsgemeinschaft gegründet und da haben alle gesagt, und führen wirst die Arbeitsgemeinschaft du? Sag ich, warum nicht? Nur sehr einfach, weil du die ganze Zeit schon gemeutert hast, was der Bing für ein unfähiger Direktor ist. Ab dem Jahr 1934 amtierte Stoß als Direktor des Theaters in Troppau, ab 1940 wieder in Teplitz-Schönau und ab 1942 in Berlin als Geschäftsführer der 7 sogenannten Künstlerbühnen. Nun war es für mich also furchtbar schwer. Zunächst haben natürlich alle Berliner Schauspieler gesagt, hütet euch, das muss ein Obernazi sein. Erstens einmal, wieso kommt der von Teplitz zu 7 Theater nach Berlin? Zweitens, habt ihr bemerkt, der trägt gar kein Parteiabzeichen? Und drittens, er grüßt nicht mit Heil Hitler. Der will uns nur hineinlegen, der will uns provozieren. Jeder, der zu mir reinkam, hat zackig Haken zusammengeschlagen. Hitler in den Hand und so. Ja, grüß Gott, bitte, nehmen Sie Platz und so weiter. Naja. Das war im Jahr 1942. Das war 1942 und dauerte bis April 1944. Dann war es aus, denn dann wurde ich denunziert. Dann wurde dem Goebbels mitgeteilt, was ich in Wirklichkeit für ein schlechter Mensch bin. Ich will den Denunzianten nicht nennen. Aber Sie kennen ihn? Selbstverständlich, ich bin mit ihm sehr befreundet gewesen. Er ist schon tot. Er war ein großartiger Schauspieler. Er hat mir sehr geholfen. Er hat es nicht so gemeint, aber er hat mir insofern sehr geholfen, wie hätte ich nachher nachweisen sollen, dass ich kein großer Nazi war, wenn ich 7 Theater in Berlin hatte. Jetzt war es leicht, denn ich habe das letzte Jahr im Dritten Reich als U-Boot gelebt. Nach dem Krieg übernahm Stoß die Leitung des Wiener Bürgertheaters, ehe er 1951 in die Direktion des Theaters in der Josefstadt eintrat. Damals dachte er ja eigentlich ans Auswandern. Ja, richtig. Das war jene Zeit, wo ich nach Hitler nicht noch Stalin erleben wollte. Ich habe Spanisch gelernt, ich habe ein Handwerk gelernt. Und ich hatte. Was für ein Handwerk? Ich bin geprüfter Fotografenmeister. Und meine Frau ist geprüfte Kosmetikerin. Und Sie wären beide gern ausgewandert? Nur gern. Bevor wir noch den Nationalsozialismus, noch den Kommunismus gehabt hätten, ja. Und wir hatten bereits das Immigrationsvisum nach Argentinien. Und wir wären emigriert im Herbst 55, aber im Mai 55 kam der Staatsvertrag, sind wir geblieben. Geblieben und ein Hobby weitergepflegt. Das Sammeln alter Uhren, deren regelmäßiges Schlagen uns noch begleiten wird. Also hier in Wien werde ich haben 25 oder 30, also so in dieser Größenordnung. Und Schlag? Das habe ich dann auch noch welche. Jetzt aber wieder zurück zum Theater. Von 1953 bis 1959
leitete Franz Stoß das Theater in der Josefstadt gemeinsam mit Ernst Häusermann. Von 1959 bis 1970 war er Alleindirektor. Von 1970 bis 1977 wieder zusammen mit Professor Häusermann. Wie war denn das, wie der Häusermann wieder zurück war? Oh, es war wieder wie vorher. Wir hatten uns vorher ja immer ganz gut verstanden. Wir haben uns auch jetzt wieder gut verstanden. Es gab zwischen uns kein lautes Wort. In all den Jahren, die wir miteinander... Ja, aber Sie müssen ja irgendwas abgegeben haben, oder? Eigentlich nein. Denn Häusermann hatte große Leidenschaft für Publicity, für Öffentlichkeitsarbeit und so weiter. Etwas, was mich eigentlich nie überhaupt sehr interessiert hat. Ich war gerne derjenige, der wirklich das Geschäft in der Hand hatte. Das hat ihn nicht so sehr interessiert. Er war mehr darauf aus, nach außen hin derjenige zu sein, der das ist. Das hat mich nicht gestört, ihn hat es gefreut, also wir haben uns daher. Ja, und wer hat die Schauspieler engagiert? Ja, das haben wir natürlich immer gemeinsam gemacht, denn wir hatten ja beide nur eine negative Macht. Unsere Macht bestand darin, jeder von uns beiden konnte, wenn er nicht einverstanden war, sein Veto einlegen. Also das heißt, wir konnten nur etwas machen, wenn wir beide Ja gesagt haben. Wenn einer von uns beiden Nein gesagt hat, war der Fall erledigt. Gab es das? Na, freilich gab es das. Nur haben wir dann, wie das in einer guten Koalition üblich ist, dann unter Umständen gemacht, wie soll ich sagen, also ein Arrangement. Wenn du das, mache ich das. Aber wie wollen Sie das in der Geschwindigkeit machen, bitte? Gar in dieser Hinsicht bin ich ziemlich versiert. Ja. Vor allem müssen wir die unmittelbaren Mitwisser auf unserer Seite haben. Zunächst also einmal den so zauberhaft naiven Herrn Zagel, dann den Himbeerpflücker, Zuckerbrot und Peitsche. Na, also warten wir einmal, bis das Faktotum auftaucht. Aber bitte, wozu eifern wir uns so? Wollen doch beide nur das Beste. Eben, Herr von Wichrath. Ja, ich sehe schon, lieber Herr Redakteur, Sie wollen sich partout in Gefahr begeben. Da ich Sie daran nicht hindern kann, schlage ich Ihnen was anderes vor. Arbeiten Sie doch nicht gegen uns, sondern mit uns. Ja, gerne. Falls Sie mich unterstützen, wenigstens inoffiziell. Ich werde Sie empfangen, wann immer Sie wollen, und mich von jedem Fortschritt Ihrerseits unterrichten lassen. Danke, das ist sehr viel für mich. Also, auf gute Zusammenarbeit, Herr Redakteur, und auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Wie gesagt, wann immer Sie wollen. Sie haben noch einmal gesagt, der Kortner war auch Ihr Schicksal. Ja, ja, natürlich. Und wie? Im Jahre 55 rief mich der Herr Stöger an, das war damals ein Filmproduzent, und sagte, ist das gut, ich suche Sie schon überall. Ich sage, ja, also wenn wollen Sie, Herr Stöger, was soll es sein, der Freie, der Stegischer, der Rudolf? Nein, nein, ich will Sie. Ich sage, ja, mich haben Sie ja schon, aber was soll ich denn? Kennen Sie den Kortner? Ich sage, naja, also, ja, ich 25 Jahre her, ich habe mal mit ihm, also, der erinnert sich an Sie. Ich sage, das ist ja reizend von ihm, lassen Sie ihn grüßen. Nein, nein, nicht schön grüßen. Der will, dass Sie da mitspielen in seinem Film, in dem Sarajevo-Film. Kortner sagte, naja, das sind Sie ja. Ich sage, ja, das wäre reizend, Herr Kortner, dass Sie noch an mich erinnern. Ja, das glaube ich, dass ich mich noch an Sie erinnere. Ich sage, ja, wie geht's Ihnen, was machen? Na, reden wir nicht herum, Sie spielen den Podjorek. Sag ich, nein, Herr Gott, ich spiele nicht den Podjorek. Erstens bin ich überhaupt kein Schauspieler mehr. Ich brauche für diese Rolle keinen Schauspieler, brauche für diese Rolle einen brutalen Herrn. Sag ich, wieso, also bitte, Herr, ja, aber wieso brutal? Sie erinnern sich nicht mehr? Sag ich, ja, Marienbad. Sag ich, ja, und? Sagt er, na, Sie haben mir widersprochen. Sag ich, na, und? Das ist ja... Ja, das war ich nicht gewohnt. So, ja, so hätten Sie es gewonnen müssen. Nein, sei wurscht, Sie spielen den Podjorek. Danke. So eine Frechheit. Mischen Sie genau das hinein, was Sie überhaupt nichts angeht, die Serben, diese präpotente Bande. Na, wie immer gesagt, meine Herren, es wird nicht eher Ruhe geben, bevor man denen nicht einmal energisch das Maul stopft. Meine Herren, ich sage, sollte man Kaiser gehört überhaupt nichts davon sagen. Was sollte man mir nicht sagen? Hm? Tja, ja. Zurück über den Quai. Durch die Franz-Josef-Straße.
Jedenfalls muss der Quai geräumt werden. Müsste die Truppen kommen lassen. Ach, Unsinn. Ja, aber in 6 Stunden können sie hier sein. Ist zu spät. Gott, also, dann muss man eben das Stimmbrett verhängen. Ihr wisst's doch nur, die eiserne Faust. Und es war herrlich mit dem Partner. Denn es war für mich unbeschreiblich. Er hat alle schikaniert, nur mich nicht. Er hat wirklich, also, das Graub hat geweint. Sag ich, naja, lass das nicht gefallen. Sagt er, ja, das kann ich nicht, ich brauch's Geld. Sag ich, ja, das Geld brauchst du, dann musst du es gefallen lassen. Und, mit mir, also wirklich reizend. Auf einmal häuften sich bei mir die Anfragen. Wir haben gar nicht gewusst, sind ja ganz ein guter Schauspieler, wollen Sie nicht bei mir das und das? Ich habe also seither, ich weiß nicht, 20 Filme und hunderte Fernsehen gemacht. Uniform getragen? Auch. Beim Kortner? Beim Kortner? Ja, natürlich, ich war ja General. Waren Sie jemals beim Militär? Nie, nicht eine Sekunde. Aber dafür die große Hetz. Da gab es einen alten Standfotografen, der also auch da, der dann sagte, wissen Sie, es ist halt eine Freiheit, wenn man Sie so in der Uniform sieht, da sieht man, Sie haben gedient. Sag ich, ja, haben Sie aber falsch gesehen, ich habe nirgends gedient, bei keiner Wehrmacht der Welt. Exzellenz sind schon da, Herr Oberst. Ich habe mir den Kriegerverein angesehen, den Sie ein Ulanenregiment nennen. Nur schade, dass dieser Beduinenstamm, der da unten sein Nomadenleben führt, nichts zu lachen, Herr Oberst. Seine Turnübungen gerade vor den Augen seiner kaiserlichen Hoheit des Erzherzogs von Vicenza vornehmen darf. Was ist denn? Herr Oberst, vor dem rechten Flügel feindliche Artillerie im Anmarsch. Wo haben Sie das beobachtet? Gleich vor dem Haus bei der Wasserpumpe. Wie gedenken Sie in Ihren interessanten Dispositionen fortzufahren? Oberleutnant Riedl? Herr Oberst? Schicken Sie noch eine Schwadron nach links. Jawohl, Herr Oberst. Noch eine Schwadron nach links? Nach links. Das ist ein Rotationsmanöver. Wir kriegen ja den Drehwurm her. An der Front kann Ihnen das nicht passieren, Herr Oberleutnant. Im Hinterland mit gestohlenen Hunden spazieren zu gehen und keine Inserate zu lesen. Ja, da kann ich ja 100 Jahre annoncieren, dass mir ein Hund abhanden gekommen ist. Was soll ich? 100, 200, 300? Und das alles zu einer Zeit, wo wir täglich auf den Schlachtfeldern Hunderte von Offizieren verlieren. Herr Oberleutnant, Sie können jetzt gehen. Aber wir sprechen uns noch. Ja, wenn man alles haben könnte, wenn man ohne Mühe fängt, was man nie erreicht, ja, dann wär's leicht. Doch man sieht allmählich ein, man muss hübsch bescheiden sein. Schweige und begnüge dich, lächle und füge dich. Ist einmal im Leben so, allen geht es ebenso. Gerade der allerschönste Traum bleibt nur Schaum. Bist du schlecht, ich brauche einen Arzt. Als Dolmetsch der gesamten Bevölkerung gebieten wir patriotischen Willkommensgruß. Ja, das ist es, was ich sagen wollte, Majestät. Ich danke Ihnen. Nichts zu danken, gern geschehen. Es war sehr schön, es hat mich sehr gefreut. Und dann habe ich ja noch einmal mit Kortner ein großes Erlebnis gehabt. Er hat ja die letzte Inszenierung seines Lebens bei mir gemacht, mit Emilia Galotti in der Josefstadt. Warum haben Sie nicht früher geholt? Weil ich es nicht zahlen konnte. Aber dann habe ich einen Schweizer Tourneemann gefunden, der gesagt hat, wenn Sie mir den Kortner bringen, ich zahle dem Kortner 50.000 Mark. Das war damals ganz enorm, denn damals bekam der Kortner 25.000 Mark. Also Sie können sich die Besetzung aussuchen und Sie können sagen, wie lange Sie brauchen. Ah, wo ist der Pferdefuß? Ah, kein Pferdefuß. Naja, kann ich auch umbesetzen. Kortner, Sie können umbesetzen, was Sie wollen. Es gehen nur die Kosten der Umbesetzung von Ihrer Gage ab.
Ja, und wenn ich verschieben muss, soll ich Sie können verschieben, so viel Sie wollen. Nur jeder Tag Verschiebung verringert Ihr Honorar um 1000 Mark. Na, ein Korsarenbrief. Nein, wieso Korsarenbrief? Wo haben die Korsaren so viel Geld gezollt? Na, das mache ich nicht, Herr Kortner. Überlegen Sie sich, ich rufe Sie in 14 Tagen an, in München, habe ihn in 14 Tagen angerufen, sagt dann, ja, also ich mach's. Sag ich, na wunderbar. Sag ich, ja, aber ohne die Klausel. Sag ich, nein, Herr Kortner, dann haben wir uns missverstanden. Ohne die Klausel mag ich nicht. Mhm. Hanna, du hast recht, er besteht auf den Klauseln. Mhm. Naja, also Hanna sagt, ich muss es auch mit den Klauseln machen, für die Enkel. Bitte. Ich brauche Ihnen nicht zu sagen. Es wurde niemand umgesetzt, es wurde auch nicht verschoben. Guten Morgen, Conti. Wie leben Sie? Was macht die Kunst? Ach, Prinz. Die Kunst geht nach Brot. Das muss sie nicht. Das soll sie nicht. In meinem kleinen Gebiete gewiss nicht. Aber der Künstler muss auch arbeiten wollen. Arbeiten? Das ist seine Lust. Nur zu viel arbeiten müssen, kann ihn um den Namen Künstler bringen. Ich glaube, dass ich von dem Standpunkt aus, was ich Direktor nenne, ein guter Direktor war. Ich war ein Vater für das ganze Haus. Ich habe mich wirklich um alles gekümmert. Ich habe unentwegt für meine guten Schauspieler die richtigen Rollen gesucht. Ich habe mich immer bemüht. Ich bin immer auf dem Standpunkt gestanden, es ist sehr gut, wenn man gute Stücke hat. Aber das Entscheidendste ist, dass man erstklassige Schauspieler hat und dass man diesen erstklassigen Schauspielern das nötige Futter besorgt. Ich habe aufgehört, weil ich bemerkt habe, dass ich nicht mehr jener Direktor sein kann, den ich verlange, dass es sein muss. Das ist genau das, die Geschichte mit dem Tropfen. Ja, es war nichts, wie soll ich sagen, kein sensationelles Ereignis, sondern es war eine langsame Erosion. Also so, ich sagte, nein, ich mag nicht mehr. Und außerdem wusste ich, wie gern der Häusermann es allein würde. Und außerdem hat mir der Häusermann angeboten, ja, wir könnten doch einen Vertrag machen. Weil ich habe ja dann, als ich erklärt habe, dass ich nicht mehr Theaterdirektor bin, habe ich ja wieder gespielt. Vorher habe ich ja in der Josefstadt weder inszeniert noch gespielt, weil ich immer den Standpunkt vertreten habe. Inszenieren und spielen darf ein Direktor nur dann, wenn er schon vorher ein prominenter Schauspieler oder Regisseur war. Also sagen wir Gründgens oder Otto Schenk. Ich war weder ein berühmter Regisseur noch ein berühmter Schauspieler, sondern ich wurde es wirklich nur, weil man gesagt hat, ich bin jenes Konglomerat aus Kunst und Kaufmann, der imstande ist, in den schweren Zeiten ein Theater zu führen. Oh, Stella. Stella. In den Umdrehungen der Sonne ist nichts so gewiss als das Nichts. Nicht einmal mein Genie, verbunden mit ihrem Talent, sie vor einer katastrophalen Niederlage retten kann, wenn sie Inszenierungen mit dem Ein-Star-System versuchen. Mehr als die Hälfte ihres Publikums besteht aus Frauen, deren berechtigtes Verlangen, ein männliches Wesen zu idealisieren, sie doch nicht befriedigen können. Oder wie sollten diese Frauen einen billigen, bezahlten Angestellten bewundern, den sie an die Wand und von der Bühne herunterspielen? Führen Sie Pygmalion mit einem zweitklassigen Higgins auf. Oh, da werden Sie einen rasenden Erfolg haben. Nur die Einnahmen. Die Einnahmen werden immer kleiner und kleiner werden. Nach ein paar Wochen gerät die Sache ins Wanken. Sie kommen in Panik, geben eine Menge Geld für Werbung aus. Man wird Pygmalion trotzdem absetzen und nie mehr ein Stück von mir spielen. Und Sie, die werden sich so lange abzappeln, bis auch der letzte Groschen vertan ist. Herr Professor, ja? Wie war das jetzt, nachdem Sie endlich wieder spielen durften? Wie haben Sie sich da gefühlt? Großartig. Ich war glücklich, dass ich wieder zurückkehren konnte zu meinen Jugendtagen. Und vor allem war ich glücklich darüber, dass entgegen
den Meinungen, die viele meiner Freunde hatten, dass das daneben gehen wird, es nicht daneben ging. Ich habe mir ausgesucht 1, 2, 3, ich habe mir ausgesucht den geliebten Lügner, ich habe mir ausgesucht die Kinder, die ich damals spielen konnte mit dem Paul Hoffmann, dem Hans Diemig und so weiter. Natürlich habe ich mich auch immer bemüht, in Aufführungen drinnen zu sein, die A, nicht provozieren, B, gut besetzt sind. Nun, wir sind ja beide jetzt in einem Alter, in dem man mit einiger Ruhe und einer gewissen männlichen Fassung auf das Spiel der menschlichen Leidenschaften zurückzublicken pflegt. Nicht wahr? Mir haben Sie nie sehr mitgespielt, die menschlichen Leidenschaften. Ja, Sie hatten eine merkwürdige Begabung, mit allem fertig zu werden. Die habe ich noch immer. Ja, und darauf vertraue ich. Es ist ja auch schon so lange her. Ja. Meine Frau ist tot, ja. Die ihrige auch. Ja, ja. Sie liegen beide schon längst im kühlen Grab. Tja. Also ich bin hierher gekommen, um diese Heirat zu verhindern, weil sie nicht stattfinden kann, unter keinen Umständen. Denn die Kinder sind Geschwister. Sie wussten das? Ja, natürlich. So. Ja. Und? Na, dann können Sie doch nicht heiraten. Nein. Ich hätte Ihnen das nicht zugetraut. Meine Herren, ich habe eine Anfrage an den Herrn Vizedirektor Professor Ebenwald zu richten. Bitte? Herr Professor, ich frage Sie, ob Ihnen bekannt ist, dass ich diese Interpellation hätte verhindern können. Herr! Nicht Herr, antworten, Ebenwald! Ja, warum soll ich nicht antworten? Wenn Sie ein Mann sind, werden Sie antworten, Herr Professor. Meine Herren, die Frage des Herrn Professors Bernhardi kommt mir nicht überraschend. Ich habe Sie eigentlich schon die längste Zeit im Laufe dieser ganzen sonderbaren Sitzung erwartet. Also, meine Herren, bald nach jenem Vorfall, der unser Institut in eine so unangenehme Situation gebracht hat, habe ich mir erlaubt, beim Herrn Direktor vorzusprechen, um ihm die Befürchtung auszudrücken, dass das Parlament vielleicht Gelegenheit finden dürfte, sich in einer für die Interessen unseres Instituts sehr unvorteilhaften Weise mit diesem Vorfall zu beschäftigen. Ja. Meine Herren, es gibt heute genügend Leute, die es nicht für richtig finden, dass in einem Institut, wo ein Prinz Kurator ist und ein Bischof und wo statistisch 85% der Patienten Katholiken sind, die behandelnden Ärzte in ihrer überwiegenden Anzahl einer anderen Konfession angehören. Sowas macht heute böses Blut in gewissen Kreisen. Aber das Geld, das wir kriegen, stammt zu 80% auch von der anderen Konfession. Ja, aber hier handelt es sich doch nicht um das Geld, das ist Nebensache. Die Patienten sind die Hauptsache. Professor Bernhardi hat mich ein Leben lang begleitet. Ich habe ihn das erste Mal gesehen im Jahre 1919. Dann habe ich ihn das erste Mal gespielt. Ah. Im Jahre 31. Mit dem Kortler? Nur zuerst also mal mit dem damaligen Direktor in Ostrau und dann mit dem Kortler in Marienbad. Dann habe ich ihn gespielt unter der Regie von Neuberg zusammen mit dem Poldo Rudolf und mit dem Attila Hörbiger, der damals den Flugfelder spielte, im Fernsehen. Dann wiederum in der Josefstadt mit dem Poldo, aber mit der Regie Jarei und da habe ich noch einmal den Ebenwald gespielt. Und zuletzt habe ich den Professor Flugfelder, den einstmals der Attila gespielt hatte, in der letzten Inszenierung der Josefstadt gespielt. Wenn noch einmal der Bernhardi bei mir auftauchen sollte, kann ich nur mehr den Professor Cyprian spielen, denn das ist der Älteste. Sie dürfen doch Bernhardi nicht gehen lassen. Lassen Sie doch jetzt alles Persönliche beiseite. Denken Sie daran, wie diese ganze unglückselige Geschichte angefangen hat. Ein armes Menschenkind liegt todkrank im Spital. Ein junges Geschöpf, das bisschen Jugend und Glück und...